In diesem Beruf macht man Fahrzeugumbauten sowie Lastwagenaufbauten und auch Umbauten. Es gibt auch Spezialfahrzeuge sowie Feuerwehr- oder Polizeiwagen. In diesem Beruf gefällt mir, dass es sehr viel Abwechslung gibt und man eigentlich die Teile, die man am Schluss am Auto anbaut, selber gerade herstellt. Das Schwierige an diesem Lehrberuf sind, Toleranzen einzuhalten. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Anhängerkupplung oder Traverse macht, muss man jetzt in ein Auto zum Beispiel reingehen oder knapp dran hergehen. Und das Schwierige ist immer, die Masse einzuhalten, dass es dann gerade perfekt darüber passt. Stolz bin ich, auf was man alles am Schluss kann dann weiterlernen oder auch weiterbilden lassen. Zum Beispiel jetzt kann man dann auch noch in die Luftfahrt aufsteigen oder kann man dann einen Polymech weitermachen, Schlosser. Es ist praktisch alles möglich nach dem Beruf. Man sollte sich grundsätzlich interessieren für Mathe und für Fahrzeuge. Dann ist man bei diesem Beruf eigentlich auf dem rechten Weg.